Genau. Und der tatsächliche Pick ist eine andere Mac-App, die es schon gibt. Und zwar hatte ich vor kurzem das Bedürfnis, auch PGP-signierte E-Mails verschicken zu können. Und zwar nicht mit Apple-Mail. Äh, bevor jetzt hier die großen äh, Überzeugungsversuche äh, kommen, ich benutze Apple-Mail für meine Firmen-E-Mails und das muss auch so sein. Äh, da da gibt es keine andere Option für mich aus Gründen. Ähm, deswegen fiel das für mich raus. Und ich habe ein anderes Programm gefunden, einen anderen Mail Client für den Mac, der heißt Postbox, der auch PGP kann. Ähm, ich weiß, es gibt ganz viele andere tolle Mail Clients, Airmail Mail und Co. Die können aber alle kein PGP. Und äh, das war mir an der Stelle wichtig. Deswegen benutze ich jetzt seit äh, zwei, zwei, zwei bis drei Wochen Postbox. Ähm, ist relativ hübsch, besonders wenn man weiß, dass das in Wirklichkeit ein Thunderbolt, äh, Thunder, nicht Bo Bolt. Thunderbird-Klon ist. Also es ist einfach ein Fork vom Thunder, ähm, Thunderbone. Thunderbone. <laughs> Sie wissen, was ich meine. Ähm, der ist ein, in Wirklichkeit ein Thunderbird-Klon. Und ähm, dafür ist er aber recht hübsch. Hat natürlich so ein paar von diesen Quirks, die Thunderbird auch so hat. Aber grundsätzlich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr schöne E-Mail-App. Ähm, die auch, obwohl es auch eine Windows-Version dafür gibt, ähm, sich sehr sehr Mac-nativ anfühlt. Wie gesagt, kann PGP, kann S/MIME. Ähm, das ist sehr sehr hübsch, ist relativ gut anpassbar. Ich habe gerade gesehen, du kannst äh, Anhänge als äh, Dropbox-Share-Links genau. reinschmeißen. Ja, also hat ja unterstützt auch mehr, also insgesamt mehrere Third-Party-Dienste unter anderem Dropbox. Dann äh, kann es auch Deine Daten von Facebook, von Twitter und von LinkedIn anzapfen, wenn man das möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann kann, der, kann dir die App halt gleichzeitig anzeigen, wenn du mit jemandem kommunizierst, den du auf Facebook kennst oder auf LinkedIn kennst, dann kannst du diese, diese ähm, Daten an derselben Stelle auch, auch sehen, kann mehrere Accounts, kann Aliase, kann Gmail vernünftig ähm, und das für, ich glaube, 10 Dollar sind das. Äh, ist ein sehr, sehr schöner Mail-Client. Wenn jetzt jemand sagt, ich brauche aber kein PGP, würde ich, dann würde ich vielleicht sagen: gut, dann bist du mit äh, Airmail oder und Co. besser aufgehoben, weil die natürlich doch nochmal schlanker und, äh, und Mac-nativer sind. Ähm, alternativ, wie gesagt, gibt es dieses Ding halt auch für Windows. Ähm, grundsätzlich für 10 Dollar ist es ein ziemlich ordentlicher Mail-Client, den man ähm, auch benutzen will. Und der halt diese ganzen, ganzen Späßchen kann. Und der, es gibt auch ein paar Plugins dafür. Und ähm, also, wie gesagt, grundsätzlich meine Empfehlung an der Stelle.